Ja, und damit erstmal willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Wir haben es mittlerweile 9 Uhr am 2. Juli und ich gehe immer noch kaputt. Es sind immer noch gefühlte 40 Grad hier in meinem Studio. Ja, wir müssen jetzt die Gala untersuchen auf Verbindung zum Glockenmörder und ich habe eine ganz starke Vermutung, die. Okay. Die Klinik. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ja, meine Vermutung ist, dass eventuell diese Gala eine Verschleierung ist für so eine Art Kultur oder Okkult, dass dort vielleicht ja, so Rituale geführt werden und dass dort vielleicht dann deswegen so eine Art Vertrag gibt, dass du bist auserwählt, Mädchen zu töten und irgendwie sowas vielleicht und dass vielleicht der liebe Baxter mit drin steckt, müssen wir mal schauen. Wir müssen auch immer noch gucken, was unsere ungeklärte Sache ist. Davon hören wir momentan nämlich immer noch gar nichts. Und wir kommen unserer ungeklärten Sache nämlich auch noch nicht hinterher. Aber müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ist nur eine Theorie von mir. Müssen mal schauen. Was ihr denkt, könnt ihr mal gerne unter diesem Video schreiben, was da abgeht. So, Gala-Einladung untersucht. Der Mord an Rose sieht vielleicht mit dem Ausstellungsstück im Museum in Verbindung. Steht vielleicht mit dem Ausstellungsstück in dem Museum in Verbindung. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal zum Museum. Wir haben die Stadt ja eigentlich auch abgeklappert. Hier ist auch eigentlich so weit nichts mehr. Bis auf diesen Unfall, den wir immer noch nicht hinbekommen. Wir können auch nicht mehr mit ihm reden. So, deswegen werden wir uns mal strafed zur Gala bewegen. Also hier das mit dem. Keine Ahnung, kriege ich mal noch nicht hin mit dem. Naja. Bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Und los geht's. Historisches Museum Salems. Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Einer anderen Massenhysterie. Und hier werden wir wieder wahrscheinlich genug zu finden haben. Und eine neue Geistergeschichte wird sie wahrscheinlich auch geben, die wir natürlich versuchen zu finden. Witch Trails Exhibits. Ja, zum Beispiel hat das hier was mit Hexen zu tun. Hallo? Okay. Untersucht die Ausstellungsstücke, das machen wir gerne. Es hat wahrscheinlich hier so ein bisschen was mit den Hexen zu tun, alles und mit den Okkulten. Es tut mir sehr leid. Ab morgen stehen Karten für die Öffentlichkeit zum Verkauf. Der heutige Abend ist nur für Mitglieder. Aha. Nur für Das Mitglieder. Museum muss ja gut laufen, wenn die es nicht nötig haben, uns reinzulassen. Vielleicht schaffe ich es ja, sie zu überreden. Was ist da drin nur Besonderes los? Wir haben uns umsonst in Schale geworfen. Können wir von hier auch Besitz ergreifen? Nein, können wir anscheinend noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir noch rum. Nur für Mitglieder. Das lässt doch schon mal meine Vermutung ein bisschen zu. Müssen wir mal gucken. Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Ich konnte nicht hinaus. Das Ja, Feuer okay. war gnadenlos. Ja, ist ja gut. Du. Main Hall. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Ich habe es Antworten. Nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Steht diese Gala irgendwie in den Glockenmorden in Verbindung? Ich sagte das Müssen wir nur schauen. Darüber, dass meine eigene Tochter Wieso waren überall Blaulichter? Keine Ahnung. Wir sind direkt vom Abendessen aus Boston gekommen. Vielleicht weiß Jim was. Ich sitze also da Jim, und ziehe mir das was Patchspiel von einem rein. Verbrechen gehört? Was? Ein Verbrechen? Nein, davon habe ich nichts mitbekommen. Oh ja, das war bei dem runtergekommenen Mietshaus. Keine Ahnung. Schätze mal, die haben den Dealer hochgenommen oder so. Mochte die Straße eh noch nie. So was würde heutzutage nie passieren. Es geht nichts über Langweiler, die sich gegenseitig umbringen.
Hätte mir ein Radio mitbringen sollen. Tolle Party. Zu Hause wäre es jetzt schöner. Haben ein bisschen Langeweile, die Leute, anscheinend. Was passiert da draußen? Das waren doch Blaulichter. Nicht mal Cops sind sicher. Ich kann nur noch an den toten Cop denken. Das ist aber lieb von ihr. Oh, wie süß. So, gucken wir mal. Wow, hier wäre ich jetzt beinahe reingelaufen. Das sieht für mich danach aus, als könnte man hier... Okay, wir müssen zu den Ermittlungen erstmal zurück. Dass man hier gegen Dämonen demnächst kämpft. Was passiert da draußen? Das waren doch Blaulichter. Okay, die sagen anscheinend alle irgendwie dasselbe. Ah, okay, ist der Zug auch lang gefahren. Aha. Also der Zug von früher. Kann man hier irgendwas... Es gab Kinder, die ihre Eltern angeklagt haben? Das Stück ist urkomisch, aber keiner kapiert's. Urkomisch? Mein Gott, die Frauen hatten's nicht leicht. Was ist denn daran urkomisch? Nicht nur im Theaterstück, sondern im Leben echter Menschen. Gerichtsprotokolle. Protokoll des Hexenprozess. Kopien von Geschichtsprotokollen aus den Hexenprozessen Salems. Ja. War konnte so gut wie alles. Die Stimme vielleicht etwas tiefer? Würden Puritaner so etwas sagen? Huch. Okay. Schande über dich. Schande über mich. So. Muss ein ziemlich effektiver Weg gewesen sein, Leute öffentlich bloßzustellen. Wie andere Dinge hier drin, aber wäre es nicht entsetzlich, den ganzen Tag in so einem Ding eingeschlossen zu sein? Allein die körperlichen... Ja, müssen wir mal gucken. Das hörte sich nach einer Falltür an. Das war sogar richtig. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu bezahlen. Galgen der Puritaner-Ära. Das Geistermädchen aus der Gasse ist Abigail Williams und sie wurde vor Jahrhunderten mit diesem Galgen hingerichtet. Ja, das Mädchen haben wir getroffen, das hat uns ja geholfen. Schrecklich sowas. Schrecklich. Hexenprozess Salems, Haus des Urteils. Ehemals Eigentum von Richter Hatron, ein der einflussreichsten Richter der Hexenprozesse, diente dieses historisches Anwesen als Gerichtssaal für viele Prozesse und Strafanhörungen während der Hysterie in Salem 1692 heimsuchte. Haus des Urteils, eine historische Stätte Salems, das Anwesen eines Richters, in dem angeklagte Hexen im Rahmen der Hexenprozesse Salems 1692 verurteilt wurde. Krass. Und dann feiert man sowas? Oder beziehungsweise... Verstehen manche nicht. Public Event. Hexenaufhängung. Hexenverbrennung. Also war es eigentlich keine richtige Hinrichtung. Genau. Aber trotzdem starb jemand dadurch. Das hörte sich ein bisschen an nach einem Riss. Also... Obwohl, es könnte auch das Seil gewesen sein. Ich probiere mal das Seil. Sie wollten Leute zum Reden bringen. Das war falsch. Dann war das doch der Riss. Mann, hätte ich mal den Riss genommen. Sie mit diesen schweren Steinen auf der Brust reden können. Nein, das war der Fleck. Verdammt, das gibt's doch nicht. Dieser verdammte Fleck war das gewesen. Mist. Gestehe, Hexe. Gestehe deinen Bund mit den dämonischen Vertrag. Dunklen Kräften. Okay. Dämonischen Vertrag. Zu Zeiten der Puritaner folterten sie Leute, um Geständnisse zu einem dämonischen Vertrag zu erzwingen. Krass. Und das ist wahrscheinlich dieser
Der Vertrag, wovon auch der Glockenmörder gesprochen hat, beziehungsweise Iris. Darum ging's halt. Also hatte ich nicht nur die Hexerei da reingebracht. Ach du Scheiße. Sondern auch alle möglichen anderen Dinge. Ertrunken? Wasser. Wer war das denn nochmal? War das Sophia oder war das Rose? Oh, jetzt mal kurz überlegen. Kann ich da nochmal zurückgehen? Du konntest für... Ich muss nochmal in die... Waren das Nebenfälle? Oder? Ein nasses Grab? Nee. Hinweise. Wo war das denn? Hier mit dem Wald war das, ne? Oder? Hier. Sophia war das gewesen, genau. Sophia. So. Tauchstuhl zur Folter. So etwas wurde benutzt, um Sophia zu töten. Boah, schrecklich sowas, wenn ich mir das vorstelle. Ey, es ist unglaublich. Und da ist ein Scheiterhaufen. Verbrannt. Folter. Rose. Hey, werde mal besser. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Rose wurde genauso auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Alles fügt sich irgendwie zusammen. Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Keine Ahnung. Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Aha. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Mhm. So, Artefakte aus dem Restaurationsraum. Oben im Restaurationsraum gibt es weitere Artefakte, die vielleicht etwas mit dem Glockenfall zu tun haben. Und Folterinstrumente der Hexenprozess. Der Mörder hat Hinrichtungsmethoden aus der Puritanerzeit auf sein Opfer angewandt. Aber warum? So langsam werde ich richtig cool hier so. Also so langsam werde ich ein richtiger Detective. Also ich kann doch bald bei der Polizei anfangen. Muss ich mal anrufen, ob die mich da einstellen. Ich habe so ein bisschen Vermutung, dass das deswegen macht, um halt, keine Ahnung, vielleicht um seine Seele reinzuwaschen, vielleicht von früher noch und so. Ich habe keinen blassen Schimmer. Müssen mal schauen. Hier komme ich aber nicht durch, oder? Doch. Wow. So, noch 14 zum Aufdecken. Grauen auf den Gleisen. Alter Schwede, ist das laut. Das ist ja unglaublich. Dann werde ich mich hier nochmal eben umsehen, ob wir nochmal... Alter, war das laut. Das ist ja unfassbar. Nochmal hier umsehen, ob wir vielleicht hier noch was aufdecken können. Weil nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. So, 14 Sachen müssen wir da sammeln. Na? Schauen wir mal. Da hinten liegt doch schon was. Ich hab's schon gesehen. Ich muss nur gucken, wie das hier liegt. Kommt man hier durch? Ja, sehr schön. Ich wusste es doch. So, noch 13. Das Grauen auf den Gleisen. So. Was wäre ich für ein... Da komme ich doch bestimmt nicht durch, oder? Aber vielleicht von der anderen Seite. Komme ich hier durch? Ich sehe nichts. Hallo? Ah. Hey, hier gibt es ja sogar zwei, oder? Ach nee, Julias Gedanken wahrscheinlich, ne? 30 von 38, 8 Stück fehlen uns noch. Ich hoffe, wir finden die. Date im Museum. Ich war wieder mit Ronan im historischen Museum. Er ist kein großer Geschichtsfan, aber er weiß, dass ich es bin. Und es ist so lieb, dass er mitkommt. So ominös es auch sein mag, aber allein dieses Gefühl, dass diese kleine Stadt so viele Bedeutung hat, dass Leute hier seit Jahren leben, hilft mir, mich hier heimisch zu fühlen. Mhm. Das ist schon mal ein guter Anfang. Da ist auch noch was.
Geschichte Salems. Bäcker an Schandstock. Ein unehelicher Bäcker zu sein, war ein der Vergehen, die zu öffentlicher Bloßstellung und Peinigung am Pranger führten. Ja gut, klar, das ist natürlich... Da wäre ich jetzt beinahe reingelaufen. Aber da hinten ist noch was. Verdammt. Ich hoffe nicht, dass ich hier... So, 11 noch brauchen wir noch. Und wir sind eigentlich ganz gut dabei. Hallo, ich sehe nichts. Boah, ist das knapp. Das ist aber auch so knapp bemessen, dass man auch mit der Kamera da nicht so gut durch die Wand gucken kann. Nein, 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 nein. Hör auf damit. So. Dann werden wir uns hier nochmal umsehen. Es kann ja möglich sein, dass hier vielleicht auch noch was ist, was ich nicht gesehen habe. Die Geschichte mit dem Zug, bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich ganz ehrlich. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Ah, guck mal einer an. So, Geschichten der Hexenprozesse. Plakette der Hexenprozesse in Deutschland. Während der europäischen Hexenjagd wurden in Deutschland zwischen 5000 und 8000 Menschen als Hexen exekutiert. Davon ca. 80% Frauen. Was? Ja, das stimmt auch so. Meine ich zumindest. Ich hab wo bin ich denn jetzt? Ach guck mal, da steht noch jemand. Und das ist wohl der Zug von früher. Was hat uns damals entgleisen lassen? Das frage ich mich immer noch. Okay. So, Gedenktafel des Bahnhofs. Einst rasten mögliche mächtige Eisenbahnen über Gleise, die durch dieses Gebäude führten. Nur wurden dieser Ort zu einem Monument der Vergangenheit unserer Stadt transformiert und trägt die Geschichte auf den Gleisen unserer Erinnerung vorwärts. Er sagte was von entgleisen lassen. Bin ich mal gespannt, vielleicht erfahren wir was in der Geschichte dann dazu. So, hier haben wir auch noch was. Sehr schön, noch 10 zum Aufdecken. Das klappt ja super. Ich meine, ich hatte hier auch noch was gesehen, da hinten, genau. Kann man da reingucken? Okay, man kann mit der Kamera nicht in den Zug reingucken, aber man kann reinlaufen. Finde ich supi. Ist natürlich auch sehr intelligent gelöst. So, eintauchen wegen übler Nachrede. Jane, die der üble Nachrede überführt wurde, musste Buße auf dem Tauchstuhl tun. Oh mein Gott. Okay, hier geht's nicht weiter. Haben wir dann... Entschuldigung. Haben wir dann weiter alles hier soweit entdeckt und gesehen? Hier komme ich ja eh nicht raus, ne? Nee, genau. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier unten schon mal alles... Ah, hier ist auch noch was. So, Geschichte zum Hexen-Aberglauben. Die Verfolgung von Hexen war in Europa zwischen dem Fall des Römischen Reiches und der protestantischen Reformation nicht üblich. Zahlreiche Gesetze verbannten ausdrücklich die Verbrennung von Leuten als Hexen oder die Verbrennung wegen Hexerei. Dies beruhte auf der Überzeugung, dass der Glaube an die Hexerei selbst abergläubisch sei. Krass. Das muss so extrem gewesen sein. So, da hinten waren wir, da sind wir reingekommen, ne? Kann das sein? Da war ja, glaube ich, nichts gewesen, ne? Oder? Ich schaue nochmal eben auf die Schnelle. Moment. Ich muss so aufpassen hier. Ah, hier sind wir jetzt. Hier waren wir auch noch nicht drin. Bleib höflich. Bleib höflich. Ach, wenn die Leute bloß lesen könnten. Ja, wenn die Leute bloß lesen könnten. Ich kann ja gar nicht lesen. So, 31 von 38. Ronan trifft Rex. Ich war so nervös. Mein schurkischer Freund und ehemaliger Trickbetrüger trifft meinen Bruder, den Polizisten.
Da muss es heiß hergehen, oder? Aber sie schienen von gleichem Schlag zu sein. Ich habe noch nie zuvor zwei Männer gesehen, die sich so selbstträgend verstanden. Ich denke, Entschuldigung, ich hatte gerade hier ein kleines Problem mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich denke, das wird gut funktionieren. So. Huch. Ja, da müssen wir schon. Ich glaube, wir haben soweit eigentlich alles. Das heißt, wir können wieder in Richtung Zug gehen. Hier möchte ich nochmal eben kurz schauen. War hier noch was? Kommen wir nochmal hier irgendwo hin? Hatten wir das schon? Nee. Plakette der ersten Hinrichtung einer Hexe. Die erste Person, die bei Gallows Hill gehängt wurde, war Bridget Bishop. Die behauptete, ich bin so unschuldig wie ein ungeborenes Kind, als sie mit der Anklage der Hexerei konfrontiert wurde. Okay, aber da kommen wir nicht lang. Gut. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das in einer weiteren Folge und befragen ihn dann nochmal, was er da gerade durch den Fenster sich ansieht. Und ja, ich schalte dann wieder ein bei Murder Soul Suspect in einer weiteren Folge. Also, mach's gut. Ciao.